Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri. Heute ist der allerletzte Tag im Herbst. Das heißt, heute endet die Anbausaison. Und wir werden uns natürlich entsprechend auf den Winter vorbereiten. Das heißt, alles abernten, was geht. Und ja, den Hof halt vorbereiten für den Winter. Der Wetterbericht für morgen sagt, dass es klar und sonnig sein wird. Okay. Jetzt im Winter muss man natürlich sagen, dass das Wetter nicht mehr ganz so relevant ist für uns. Weil entweder es gibt Schnee oder Sonne, aber auf jeden Fall kein Regen. Der Wahrsager sagt, die Geister sind heute gut drauf. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und die Königin der Soßen hat ein neues Rezept für uns. Und zwar Artischockendip. Hier ist ein angenehmer Weg, um mehr Artischocken in deinen Körper zu befördern. Okay. Ich selbst tunke nicht mal irgendetwas rein. Ich schlürfe die Soße einfach wie einen Milchshake. Lecker. Okay. Wir haben gelernt, wie man Artischockendip macht. Ist das jetzt so lecker? Weiß ich gar nicht. Wo befindet der sich denn? Ist das auf der zweiten Seite? Moossuppe haben wir da. Bin gerade ein bisschen... Hier, Artischockendip. Artischocke und Milch. Hm. Okay, naja. Also auf jeden Fall haben wir heute ein bisschen was zu tun. Ich hole mir erstmal mein Werkzeug. Wir werden heute natürlich nicht gießen müssen, aber höchstens unserem Hund vielleicht was zu trinken geben. Dann möchte ich auf jeden Fall neue Mayonnaise machen. Und neuen Käse. Wir gucken bei den Tieren vorbei. Die sich hier immer weiter entweg bewegen von dem Stall. Ich habe das Gefühl, dass langsam das Heu langsamer nachwächst, als sie es fressen. Naja. Nicht weiter schlimm. Und der Saft ist auch wieder fertig. Okay. Habe ich noch irgendwas, was schnell geht? Weil ich habe den Eindruck, dass vielleicht das Bier auch nicht mehr so lange braucht. Vielleicht machen wir einfach noch mal eine Runde Kaffee zwischendrin. Der braucht nun wirklich nicht lange. Ach, komm schon. Hier. So. Dann ein letztes Mal von den Bäumen hier ernten. Die Tiere hatte ich ja gestern eingesperrt. Das heißt, wir müssten heute eigentlich die Möglichkeit haben, hier nachzulegen. Warum ist das nicht der Fall? Warum haben die nichts gegessen? Liegt das an dem Feiertag vielleicht? Oh, das wäre ja richtig ungünstig. Jetzt habe ich die extra eingesperrt. Und jetzt funktioniert das gar nicht. Ach, ey. Okay, also so viel zu meinem Plan, noch Heu zu ernten. Das können wir jetzt vergessen. Das wird nichts mehr. Schade drum. Na, ihr seht, kann ich nicht machen. Ich hätte wahrscheinlich wirklich einen Tag früher einsperren müssen, dass es wirklich sicher klappt. Schade. Naja, wie gesagt, wir haben grundsätzlich genug Heu, um die Tiere über den Winter zu bringen. Also auch wirklich sehr ausreichend. Das ist gar kein Problem. Aber ich hätte natürlich gerne mehr auf Lager gehabt. Nun gut. Also vielleicht hätte man doch nochmal ein weiteres Silo verkaufen sollen. Oder wir hätten früher die Sachen rausholen müssen. Naja, gut. Shit happens. Aber da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Also eigentlich hätten sie was essen müssen, finde ich. So hatte ich das zumindest bisher immer verstanden. Empörend. Mal hier die ganzen Preiselbeeren hier raus. Auch hier haben wir noch mal ein bisschen was zu verkaufen. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, doch da ist auch noch was dabei gewesen, genau. Achso, mein Hund will was zu trinken. Guten Tag. Die Bäume da hinten könnte ich auf jeden Fall auch schon mal wegnehmen. Aha, schau mal, da ist wieder ein Samen. Hat er sich gedacht, was? Ja, das hier alles einsammeln. So, und da ist das Bier auch fertig. Da habe ich einen richtigen Riecher gehabt. Ich dachte mir schon, dass der noch schnell fertig wird. Deswegen umso besser. Wir haben sogar eine große Ziegenmilch diesmal bekommen. Das ist sehr schön. Mayonnaise verkaufen wir natürlich.
Hier kommt noch mal wieder was rein. Und hier auf jeden Fall. Tja, und was machen wir jetzt als nächstes in die Fässer? Ich meine, jetzt haben wir ja wieder alle zusammen. Vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Kürbis. Könnte sogar sein, dass wir schon wieder noch ein Fass craften können. Wir haben ja noch mal Eichenharz bekommen. Bin mir jetzt nicht mehr so 100% sicher, was ich eigentlich dafür brauchte. Ah, ich brauche Kupfer dafür. Gar kein Problem. Ich kann ja einfach Kupfer einschmelzen. Ich habe jetzt auch gerade richtig viel Kohle. gut, dann schmelzen wir das hier nochmal ein. Hier können wir auf jeden Fall auch was unterbringen. Oh, und da habe ich noch einen vergessen. Hier. Der ist ja auch fertig geworden. Es sieht auch so aus, als wäre wirklich alles, was ich ernten kann, also alle einmal tragenden Pflanzen, als wären sie noch fertig geworden. Das hat also geklappt. Da habe ich diesmal nichts verpasst. Na, Kupfer. Dann mache ich, glaube ich, gleich nochmal eine Runde, damit wir nicht jedes Mal darauf warten müssen. Ein Fass. Dann Kürbis. Nun gut. Den Kaffee lasse ich mal hier. Da können wir noch mal ein bisschen Kupfer machen. Eisenbarren. Das kann alles hier rein. Gießkanne, Melkeimer. Naja, die Sense brauchen wir halt theoretisch auch nicht. Dann höchstens noch mal gucken, ob ich irgendwo an gemischte Saat oder so rankomme. Das wäre höchstens noch mal eine Idee. Na gut, aber damit ist 11.50 Uhr und wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. Was ist das hier? Gehört das zu dem Fisch... Achso, das gehört zum Fischteich. Es sah gerade so aus, als wäre da hinter dem Ding was auf dem Boden drauf. Hat mich etwas verwirrt. Ich habe die Tiere jetzt drin gelassen. Naja, das sollte ich vielleicht nicht tun. Damit sie heute wenigstens noch mal ein bisschen Heu fressen können von draußen. Und ich mehr für den Winter über habe. Okay. Ich gehe trotzdem noch mal über den Hof. Ich werde mal versuchen, hier vielleicht bei den potenziellen Orten, in denen man Wildsaat bekommen kann, noch mal was rauszuholen. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Moos hier und da. Auch wenn wir jetzt halt kein weiteres Heu machen können. Schade. Oh, da ist ja sogar noch ein Pilzbaum. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oha. Na, den lassen wir einfach mal stehen. Das ist aber voll hier. Okay. Also diesen Wald werde ich vielleicht im Winter dann mal auseinandernehmen. Das heben wir uns schön auf. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Tag? Nachdem jetzt das mit dem Heumachen jetzt nicht geklappt hat, das wollte ich eigentlich tun, muss ich mir eigentlich wieder was anderes aussuchen. Wir können auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld investieren. Wir haben ja wieder einiges eingenommen. Jetzt überlege ich gerade, ich meine, Robin ist gerade bei uns beschäftigt. Das wird also nichts. Man könnte in die Minen gehen, tatsächlich. Ein bisschen extra Essen. Vielleicht machen wir uns einfach auch noch mal ein bisschen Essen. So eine Moossuppe oder so. Müsste das Moos nicht irgendwo hier sein? Hier ist ein bisschen Moos. Ich nehme mal 100 Moos mit in den Kühlschrank. So. Und so kann ich mir dann diese Moossuppe hier herstellen. Die bringt jetzt nicht super viel, aber manchmal geht es ja auch wirklich nur darum, ein bisschen Energie aufzufüllen. Deshalb, das passt dann schon. Genau. So. Dann würde ich tatsächlich nochmal in die Mine gehen. Am letzten Herbsttag mache ich auch nicht so oft. Kommt der da durch? Ja.
Aber vielleicht auch gar nicht so lange. Vielleicht mache ich nur so 5 Level oder so. Das ist ja auch schon 15 Uhr, also nur 5 Level ist gut. Könnte aber klappen. Und. Oh. Wie komme ich da ran? Kann ich hier. Klappt das jetzt? Ich habe tatsächlich Eisenerz bekommen an der Stelle. Das ist ja cool. Also, das hat tatsächlich geklappt schon mal. Ich habe da tatsächlich was bekommen. Wow. Gut. Also, wir lassen dieses Zeug hier. Gehen runter auf Level 115. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzten 5 Level sogar schon sind. Das wäre natürlich richtig krass. Hier hinten ist ein Schleim, aber ich glaube, den können wir uns mal sparen. Ich will einfach nur ein bisschen runterkommen. Vielleicht der nächste Weg nach unten. Da ist ein bisschen Gold. Uiuiui, hier ist aber echt was los. Fledermausflügel und so. Ja. Dieses Ding. Und hier gibt es auch noch was. Weitere Kisten. Hat sich der da oben nicht gerade bewegt? Oh Gott, ja. Hat er. Ah, da ist die Leiter, aber den will ich auch noch mitnehmen, natürlich. So. Level 118. Na, kommt schon. So viele Schleimis. Hier schon mal? Sieht fast so aus, ne? Bin schon gar nicht mehr in Erinnerung. Ist schon so lange her, dass wir auf diesem Level waren, weil ich die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen machen musste, dass ich jetzt schon vergessen habe, was ich hier zuletzt eigentlich gemacht habe und ob ich da überhaupt durchgekommen bin. Sieht mich fast so aus, als hätte ich irgendwie mal früher abbrechen müssen. Naja. Was soll's. Da kommt erstmal noch eine Fledermaus an. Ah. Bisschen Kupfer, ein bisschen Gold. Tja, und dann brauchen wir jetzt einfach nur noch eine Leiter nach unten, die sich hier befindet. Na? Höchsttempo hier. Auf jeden Fall runtergekommen. Die 5 Level. Uah. Schattenviecher sind auch wirklich bösartig. Ja. Jawohl. So, dann haben wir hier Pilz, mehrere Truhen und Fässer. Zwischendrin irgendwie noch so ein paar Monsterchen. Ah, oh, eine Krabbe. Und nochmal eine Fledermaus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon eine Leiter gefunden habe. Müssen wir vergessen. Aber auf jeden Fall gibt es hier nochmal einen geheimnisvollen Stein auszugraben. Rubine und die Leiter. So, und damit sind wir auf dem allerletzten Level. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Mine noch abzuschließen. Wir haben den Gegenstand Schädelschlüssel gefunden. Du weißt nicht, wofür er da ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Ja, also ich weiß natürlich, was es damit auf sich hat. Aber. Damit haben wir das hier geschafft. Die Mine ist abgeschlossen. Hervorragend. Ich nehme natürlich mein ganzes Zeug wieder an mich. Ja, das kann hier bleiben. Ja, dann würde ich sagen, wir rennen vielleicht mal zu Joja rüber. Und werden dort. Vielleicht mal das Gewächshaus direkt freischalten. Ich meine, man könnte jetzt natürlich die 5000 auch sparen und dann gleich für den Bus das machen, aber ich denke, wir machen das jetzt einfach erstmal auf dem Weg. Ich gebe jetzt das nächstteure immer in Auftrag. Das Gewächshaus.
35.000. Exzellent, wir werden unsere Arbeiter heute Nacht vorbeischicken. Die Arbeiten sollten morgen abgeschlossen sein. Bekommen wir noch unser Gewächshaus und können quasi im Winter dann fröhlich weiterpflanzen? Von wegen, die Anbausaison ist vorbei. Dem ist nicht so, wie ihr jetzt bemerkt. So, es ist 21.30 Uhr. Ob wir vielleicht nochmal ein bisschen angeln gehen oder so? Ein bisschen Platz im Inventar hätten wir noch und Energie ist ja auch noch da. Da ist noch eine Geode drin. Unfassbarerweise. Nein, warum nicht? Oh, ich vergaß. Was ganz anderes. Ich habe ja hier noch meine Krabbenreusen offen. Die habe ich, an die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Da gab es auf jeden Fall auch neue Sachen, aber damit erübrigt sich jetzt irgendwie auch mein Platz im Inventar so ein bisschen. Hier haben wir noch eine Gewinnkarte bekommen. Ich gehe noch kurz an den Strand, um auch dort noch das abzuholen. Ach, da ist auch noch was auszugraben. Okay, ja. So. Wahrscheinlich gibt es da drüben auch noch mal Sachen zu holen. Das Blöde ist nur, ich habe gar nicht so viel Platz. Oh, das ist jetzt wirklich eine harte Entscheidung. Ich glaube, ich nehme das hier, dieses Saatgut. Die Köder können ja da rein. Ich habe mal einen Schattendolch gefunden irgendwie. Gut, das Treibholz ist natürlich überhaupt nicht wichtig. Das können wir einfach weghauen. Dann gab es da noch was auszugraben. Hier. Bisschen Lehm. Nimmt man natürlich auch immer gerne mit. Und wir gehen natürlich auch noch mal zum Bürgermeister. Ich hoffe, ich komme überhaupt noch rein um die Uhrzeit. Nee. Verschlossen bis 22 Uhr. Schade, da hätte ich jetzt vorher gehen müssen. Naja, was soll's. Dann gehen wir halt wann anders und holen uns dann unseren Preis ab. Oh, hier oben gibt's ja auch noch was zu holen. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Ich werde tatsächlich das Harz einfach wegschmeißen. Okay. Also, das hier kann hier rein. Hier kommt die Gewinnkarte und die ganzen Geoden rein. Ja. Dann verkaufe ich den Smaragd und die Rubine. Bei der Krabbe bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich die brauche. Das könnten wir auch weghauen. Dann würde ich sagen, wir geben auf jeden Fall noch einen Auftrag Gold über Nacht. Hier können wir noch was reinmachen. Die Garnele behalte ich auch erstmal. Die sind auch noch fertig geworden. Völlig überraschenderweise. Ob ich jetzt einfach mal die ganzen Laichsorten hier reinsetze und einmal Amaranth. So, und da morgen Winter ist, macht es natürlich absolut Sinn, dass ich dann tatsächlich mal die Ställe zumache. Damit die alle zufrieden sind. Weil ab morgen wird es kalt. Jetzt noch so ein paar Last-Minute-Sachen, die ich vielleicht tun sollte. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Hier kann auf jeden Fall was rein. Dann könnten wir hier noch mal ein bisschen was in Auftrag geben. Und natürlich den Laich verkaufen. Und dann wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir ins Bett gehen. Es ist 1.40 Uhr. Dörte hat fast keine Energie heute gebraucht. Heute waren wir ganz gut dabei. So, das bleibt hier. Ab ins Bett. 1.50 Uhr. Gerade so eben noch geschafft. So, da wird heute Nacht an meinem Gewächshaus gearbeitet. Ein Waschbär haut hier ab. Der hat da wohl ganz gerne gelebt, ja? Ist ja witzig. Oha, es gibt wieder richtig viel Geld. 18.000. Das war jetzt die Ernte von gestern. Dabei hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass ich so extrem viel Zeit auf meinem Hof verbracht habe.
Ja, ein bisschen hier rumgerannt, aber 18.000? Nicht schlecht. Da ist die Busreparatur auch nicht mehr weit. Und damit, liebe Freunde, sind wir im Winter angekommen. Wer hätte das gedacht? Was sagt der Wetterbericht? Achso, der ist ja jetzt nicht mehr so spannend. Morgen wird schneien. Der Wahrsager sagt, die Geister sind heute neutral gesinnt und Leben vom Land hat einen neuen Tipp für uns. Winter, eine Zeit, in der die ganze Welt still wird. Jetzt wäre ein großartiger Zeitpunkt, um ein wenig zu angeln, die Minen zu erforschen und zu sammeln. Verbessere deine Werkzeuge, um dich auf einen möglichst produktiven Frühling vorzubereiten. Oder bitte den örtlichen Schreiner darum, etwas auf eurem Hof zu bauen. Lege Vorräte an, verbessere Dinge und bereite dich auf das nächste Jahr vor. Ja, das haben wir eigentlich das ganze Jahr über schon gemacht. Wer ist das denn? Evelyn! Ach ja! Guten Morgen! Das war ein wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von einem Gärtner zum nächsten. Oh. Du hast einen Gartentopf erhalten. Diese Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Und auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur der Saison entsprechende Pflanzen pflanzen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du leicht selber welche machen. Hier, ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung. Du hast gelernt, wie man einen Gartentopf herstellt. Ich gehe dann mal lieber. George wird mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Habt noch einen schönen Tag. Ach, wie schön sie lächelt. Und falls ihr euch wundert über ihr Porträt, seit dem Update 1.6 haben die Dorfbewohner im Winter ein anderes Outfit. Das ist tatsächlich ganz neu und hat mich echt auch sehr gefreut, dass das mal kommt, weil sonst ist Haley immer im leichten Sommerkleidchen im Winter rumspaziert. Das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Ich glaube, wir werden auch uns das mal genauer anschauen, was die Leute so anhaben. Da bin ich wirklich interessiert dran. Tja, eigentlich müsste ich dem Hund jetzt natürlich jeden Tag was zu essen geben oder zu trinken. Vielleicht können wir das aber raffiniert lösen. Pass mal auf. Das müsste eigentlich klappen. Wir könnten eben nämlich einen Sprinkler daneben stellen. Ich glaube, das könnte funktionieren, dass der Hund dann auch was dort zu trinken bekommt. Es gibt ja auch noch diesen kleinen Sprinkler. Der ist dafür, glaube ich, perfekt geeignet. Kupfer und Eisenbarren. Das haben wir. Und bei der Gelegenheit könnte ich eigentlich auch ein paar Iridium-Sprinkler herstellen. Goldbarren, Iridiumbarren und eine Batterie. Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie. Da geht ja sogar noch ein bisschen mehr. So. So viele Sprinkler wie möglich, würde ich sagen. So. Leider kann ich es nur nicht hier hinstellen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ach Mist. Jetzt muss ich doch den ganzen Tag gießen. Okay. Ja, ich hatte gehofft, ich könnte jetzt daneben vielleicht einen Sprinkler hinstellen und dann würde er das für mich machen, aber das war wohl eine vergebliche Hoffnung. Aber wir haben ein Gewächshaus. Oh, interessant. Das Heu blieb sogar erhalten. Hä? Das Heu bleibt erhalten? Wartet mal. Jack ist flink, Jack ist zäh schon wieder. Soll ich schon wieder einen Erfahrungsschatz bekommen? Ja. Ich bin total verwirrt. Also auf jeden Fall haben wir jetzt auch den großen Stall. Das heißt, auch hier wird jetzt automatisch nachgefüllt. Das heißt, ich kann jetzt im Winter auch Heu machen? Oder wie? Das ist ja interessant. Das war mir noch... Ja, seit wann ist das denn der Fall? Komplett verwirrt. Nun gut. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist. Wahrscheinlich kein Bug, so wie ich das Spiel kenne. Da gibt es nicht so oft Bugs.
Vor allem keine, die nicht ausgebügelt werden. Okay, das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich ehrlich zugeben. War jetzt ein bisschen irritierend, dass das irgendwie sich anders als gewohnt verhält. Wir können hier ein paar Sachen noch verkaufen, die ich jetzt gerade gesammelt habe. Diese hier. Ach so, und natürlich die Pulvermelonensamen. Die gehen ja auch im Winter, genau. Ja, ich muss gerade überlegen, was ich zuerst mache. Also ich brauche auf jeden Fall neuen Dünger. Mit 92 kriege ich es auf jeden Fall perfekt hin. Qualitätsdünger ginge theoretisch auch schon, aber das spare ich mir für was anderes auf, glaube ich. Das wäre der Standarddünger. Dann Saatgut für den Winter haben wir das hier. Wir haben hier auch noch ein paar Sprinkler. Da ist noch mehr Standarddünger. Und ich glaube, sonst habe ich noch nichts für den Winter, ne? Es gibt diese Wintersaat. Winterwurzel, Kristallfrucht, Schnee, Süßkartoffel und Krokus. Habe ich leider bisher noch nicht alles zusammen. Sonst wäre das jetzt natürlich klar, dass ich das machen würde. Das ist eigentlich ein schöner Ort hier. Da haben wir nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Achso, mit der goldenen könnte ich jetzt sogar das ganze Ding auf einmal, glaube ich. Oder? Genau. Da können wir jetzt gleich so ein ganzes Quadrat freilegen. Auch wenn ich so viel, glaube ich, gar nicht brauche. Ich setze die mal so. Dann brauchen wir ein bisschen Dünger. Wie viel Saatgut habe ich? 8. Das reicht gerade mal für einen. Gut, dass wir ja schon mal 2 vorbereitet haben. Was für eine unnötige Aktion. Ja, dann brauche ich jetzt doch die Gießkanne wieder. Zumindest für heute. Morgen macht das dann der Sprinkler. Wir könnten auch noch Qualitätsdünger herstellen. Und dafür habe ich eben diesen ganzen Fisch aufbewahrt. Diesen etwas billigeren. Den brauchen wir natürlich jetzt nicht unbedingt für uns selber. Das ist tatsächlich eher zum Verbrauch gedacht gewesen. Der Schwarzbarsch gehörte noch dazu. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So, und wenn ich jetzt noch ein bisschen Harz dazu nehme, kann ich aus 4 Harz und einem Fisch Qualitätsdünger machen. Jeweils 2 Stück auf einmal. Das sind 34 immerhin. Und den würde ich im Gewächshaus anwenden, das sich übrigens hier hinten befindet. So, na? So die Frage, was ich da anbaue, das sollten wir vielleicht noch klären. Fürs Erste würde ich eigentlich Sachen anbauen, die irgendwann fertig sind, also die man einfach wieder wegnimmt. Pastinaken wäre so eine Idee. Blumen ist unnötig, Radieschen. Ich nehme jetzt erstmal so ein paar kleinere Sachen, weil ich eigentlich die Sachen, die ich dort... Also die Sachen, die ich eigentlich dort anbauen will, die habe ich noch nicht. Deswegen machen wir jetzt erstmal noch was anderes dort. So. Das ist das Gewächshaus. So sieht es hier drin aus. Und hier werde ich jetzt ein Feld anlegen. Muss ja auch bedenken, also ich will nach Möglichkeit natürlich die großen Sprinkler hier unterbringen. Damit wir möglichst viel unterbringen. Der kommt bis dahin. Das müsste eigentlich klappen, oder? 9, ja, 10. Das passt perfekt. Also zumindest bei diesem Ding passt es erstmal perfekt. Man könnte tatsächlich noch einen dritten unterbringen, aber jetzt gucken wir erstmal, wie weit wir mit unserem Dünger kommen. Den setze ich hier ein. Zack, zack, zack. Ja, also viel mehr geht hier sowieso erstmal nicht. Gut, insofern ist dann relativ klar, was ich hier anbaue. Erstmal diese Sachen. Diese Sachen. Das hier, das hier, das hier. Das hier. So, damit bin ich jetzt mit meinem Saatgut tatsächlich schon am Ende angekommen. 2 hätte ich noch über. Was können wir denn noch nehmen? Vielleicht die Sonnenblumen erstmal. Das ist eine relativ einfache Sache. Das muss jetzt nicht von vornherein alles komplett hier voll sein. Ich werde das dann so nach und nach, denke ich, befüllen. Sobald wir dann auch die Sprinkler entsprechend haben und so weiter und so fort. So. Natürlich ist jetzt dieses Saatgut hier ein bisschen ungünstig platziert.
Das ist jetzt ein bisschen arg weg. Weit weg. Leider kriege ich auch nicht alles hier unter. Dazu wiederum müsste ich andere Sachen loswerden. Jetzt passt alles außer die Kiste. Macht jetzt natürlich wesentlich mehr Sinn, dass dieses Saatgut in der Nähe von dem Gewächshaus drin ist. Und zukünftig macht es dann wahrscheinlich auch Sinn, die Felder eher in der Richtung anzulegen. Ja. Um halt den Weg hier mal möglichst kurz zu halten. Da, das ganze Saatgut. Den Welkeimer nicht. Das hier kommt hier rein. Alles, was irgendwie was mit dem Anbau zu tun hat. Ah, der Gartentopf meinetwegen auch erst. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich da reinmachen werde. Dann gucken wir mal, was die Tiere heute so veranstalten. Ja. Fasco sieht sehr glücklich aus, offenbar. Wubi auch. Mona hat keine Milch. Ist das jetzt richtig so? Hat gerade keine Milch. Es ist auf jeden Fall gerade dunkel geworden. Es ist 16 Uhr. Man hat das auf einen Schlag so richtig gesehen, wie es draußen auf einmal dunkel wurde. Naja. So, die Hühner begutachten wir auch einmal. Guten Tag, die Damen. Okay, es gibt sogar mal wieder ein bisschen Wolle. Außen wird es ein wenig dunkel. Die Tiere haben das schon gemerkt. Lalalala. Achso, das kann hier noch umwandeln. Klar. So, was machen wir denn jetzt heute? Ich glaube, ich werde einfach noch mal ein bisschen über die Karte reiten. Und gucken, ob wir schon mal ein paar Sachen sammeln können, so unterwegs. Hier zum Beispiel gibt es was auszugraben. Oh, mehrere mysteriöse Kisten und ein verlorenes Buch. Dann könnten wir natürlich auch ein paar Bäume hier und da fällen. Wobei man andererseits sagen muss, dass ich auf dem Hof eigentlich genug Bäume habe, die ich fällen könnte. Da muss ich jetzt nicht unbedingt auf der Karte alles niederreißen. Oh, eine Schneesüßkartoffel. Das ist gut. Die hatte ich noch nicht. Die Winterwurzel. Ist Linus hier? Nee. Es hätte mich jetzt interessiert, wie der im Winter aussieht. Hier gibt es Sachen auszugraben. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.